Keine Sorge, das war es noch nicht. Lisa Randalou und Professor Erik Schumann spielen gleich noch mal etwas für uns. Aber wir bleiben beim Thema Genuss. Sie alle haben von First Five zum heutigen Abend ein Päckchen bekommen. Da ist ein Whisky drin und jetzt wird es Zeit für dieses Geschenk. Haben Sie es alle parat? Aber halt, stopp! Noch nicht trinken, bevor wir jetzt mal auf die Herausforderungen des Jahres anstoßen. Und auf die Preisträger möchte ich Ihnen sozusagen den Genussüberbringer vorstellen und zugleich unsere professionelle Begleitung zum Whisky heute. Das ist Andreas Tümmler. Er ist der Chef der größten Whisky-Distillerie in Kontinentaleuropa von St. Kilian Distillery. Schönen guten Tag, Herr Tümmler. Dankeschön, danke für die Einladung. Sehr gerne. Aus dem Odenwald zu uns hergekommen, weil Herr Lampe gesagt hat, zu einer Preisverleihung der besten Vermögensverwalter passt einfach auch mehrfach preisgekrönter Whisky sehr gut und ein mehrfach preisgekröntes Unternehmen. Denn genau das sind Sie. Einige Beispiele. Sie haben beim London Spirits Competition die Distillery of the Year gewonnen und mehrfach, ein Beispiel mal, Whisky of the Year wurde die Signature Edition vor. Richtig? Richtig. Ja, genau. Okay. Sie werden uns nun gleich zeigen, wie man Whisky professionell verkostet. Und Sie werden uns auch ein bisschen erzählen, was Whisky als Geldanlage ausmacht, wie ein Whisky zu einer wertvollen Anlage wird. Aber um mal vorab zu fragen, wie kommt man zu einer eigenen Whisky-Distillerie in Deutschland, im Odenwald, wenn man jetzt nicht Schotte oder Amerikaner ist? Von Haus aus bin ich ja Investmentbanker und Technology Venture Capitalist und dann kommt man viel in der Welt herum und natürlich auch in London, in Schottland, in den USA, auf der ganzen Welt unterwegs und man trifft quasi immer wieder auf einen Whisky. So habe ich dann angefangen, Whisky zu genießen und zu sammeln, Flaschen zu sammeln und dann so 10 Jahre, 20 Jahre später habe ich gesehen, dass aus so einer Flasche, die man mal für 100 Pfund vielleicht, für stolze 100 Pfund gekauft hat, auf einmal 3.000 oder 5.000 geworden sind und die teuersten Flaschen Whisky, die mittlerweile versteigert worden sind, sind mehr wert als die blaue Mauritius pro Flasche. Also von daher ist das ein sehr, sehr interessantes Segment. Man kann es genießen, trinken, man kann es aber auch sammeln und als Investment betrachten. Ja. Okay. Damit wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können, wie Whisky aus dem Odenwald jetzt hergestellt wird, haben wir so ein kleines Video, einen kleinen Film, 1,5 Minuten vorbereitet, beziehungsweise Herr Tümmler, Sie haben es vorbereitet. Ich sage jetzt einfach mal Film ab. Mein Name ist Mario Rudolph, ich darf mich Master Distiller von St. Kilian Distillers nennen. Durfte diese Distille mit aufbauen technisch und darf von Anfang an dabei sein. Auf der einen Seite bodenständig mit beiden Füßen auf der Erde, aber auf der anderen Seite mit dem Kopf wirklich im Himmel und träumen und auch weiterhin Visionen zu haben. Das ist auf jeden Fall was Besonderes von St. Kilian. Zieht wirklich jeder mit bei uns. Das ist diese Sache, hey, wir machen hier Whisky, wir machen hier in der großen Distille, in der größten von Deutschland, machen wir Whisky. Wir haben hier Mittel zur Verfügung, hier einfach tolle Sachen umzusetzen und da zieht jeder an einem Strang. Also da ist jeder voll mit Leidenschaft dabei. Ja, Herr Tümmler. Vielen Dank, dass Sie uns heute Ihren Whisky vorstellen wollen. Ich habe mich mal so ein bisschen kundig gemacht. Sie haben 2012 das Unternehmen gegründet und 2016 erst Ihren ersten Whisky abgefüllt. Das ist erstmal eine lange Durststrecke und dann haben Sie nur 760 Flaschen abgefüllt. Warum eigentlich nur so wenig? Das kleine Dorf im Odenwald, wo wir herkommen, Rüdenau, hatte 760 Einwohner zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gedacht, okay, für jeden Einwohner eine Flasche. Das Problem war, als die News raus war von den 700 Flaschen, wurden die quasi als Forward schon gekauft und reserviert und waren also innerhalb von einem Tag weg. Und die kosteten damals tatsächlich stolze 199 Euro, natürlich mit einer schönen Geschenkebox und handsigniert und limitiert.
Aber mittlerweile sind auch schon Flaschen auf eBay versteigert worden für 1.200 Euro. Und das jetzt gerade mal so 18 Monate, 2 Jahre, nachdem der erste Whisky rauskam. Ja. Machen Sie ein Depot draus, dann stehen Sie nächstes Jahr als Preisträger hier. Genau, dann hier. Haben wir dann gesagt, wir müssen mehr produzieren, okay, und die Flaschenanzahl erhöhen. Ja. Das war die Nummer One, wenn das richtig interpretiere. Mhm. Wie hoch ist denn aktuell Ihr Ausstoß an Flaschen? Oder also, Litern? Ja, als Distillerie produzieren wir ungefähr 250.000 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Es hört sich sehr viel an, ist auch für Deutschland der größte Whisky-Produzent. Im Vergleich allerdings zu schottischen Distillerien, die im Durchschnitt vielleicht 3 Millionen Liter produzieren, sind wir dann doch eher klein und sehr erhaben und Premium. Und was die Flaschenanzahlen angeht, also unser neuester Whisky, unser neuestes Produkt, das haben wir dem Bud Spencer, dem Filmheld, gewidmet hier. Das ging jetzt im Dezember raus und da haben wir so knapp 40.000 Flaschen schon verkauft. Also das war so der erfolgreichste Whisky-Launch in Deutschland bis jetzt. Aber liegt natürlich auch an dem Bud Spencer, weil den jeder kennt und jeder toll findet. Ja. Stichwort Schottland. Sie haben sich ja auf den Single Malt Whisky spezialisiert, in schottischer Tradition zu distillieren. Können Sie uns als Laien denn mal kurz erklären, was macht denn ein Single Malt aus? Ja, ein Single Malt aus Schottland ist aus Gerstenmalz, also genau derselbe Grundstoff, der ja auch für das Bierbrauen verwendet wird. In Schottland wird dann der Whisky zweifach destilliert. Also man hat diese Kupferpot-Stills, diese großen, davon haben wir auch 2 Stück, sehr große. Und da wird der Whisky zweimal destilliert und man hat dann so einen Alkoholgehalt von 68%. Ja. In den USA, viele kennen ja den amerikanischen Whisky, den sogenannten Bourbon Whisky, Jack Daniels oder Jim Beam, der wird aus Mais hergestellt. Und auch eher industriell hergestellt und reift auch nicht so lange im Fass. Ja, also man kann sagen, schottischer Single Malt oder Single Malt generell ist schon was sehr Edles und was Rares und auch sehr aufwendig herzustellen. Wie lange ist der Reifeprozess? Mindestens 3 Jahre. Also in Europa muss ein Whisky mindestens 3 Jahre im Fass liegen, bevor er Whisky genannt werden darf. Aber es gibt natürlich auch viel ältere Whiskys, Freunde von mir haben sich gerade ein Fass McAllen gekauft, was 30 Jahre alt war. Ich darf nicht sagen, was das gekostet hat, aber das war ein ordentlich sechsstelliger Betrag. Also wenn man ein bisschen Geduld hat bei der Whisky-Lagerung und die Fässer lange liegen lässt, dann kommt dann richtig guter Value raus. Okay, also dann müssen wir auch das sehr wertschätzen, dass Sie uns heute was an Whisky mitgebracht haben. Aber was haben Sie uns mitgebracht und ja, wie macht man das jetzt so richtig professionell? Also das ist jetzt Ihr Part, jetzt müssen Sie übernehmen. Ja, genau. Also ich habe hier den St. Killian Signature Edition 1. Das ist ein milder Whisky mitgebracht. Dann den Signature Edition 4. Das ist ein rauchiger, ein torfiger Whisky, so wie Sie ihn mögen. Ja. Und der hat tatsächlich in London letztes Jahr die Goldmedaille gewonnen auf den World Spirits Awards mit 97 von 100 Punkten. Das ist also wirklich hervorragend. Besser geht es eigentlich fast nicht. Unser One hat neulich in Hongkong die Goldmedaille gewonnen für den besten Whisky des Awards. Dann habe ich noch den Bud Spencer mitgebracht. Also das ist ein italo-amerikanischer, fast gereifter deutscher Whisky quasi mit dem Bud Spencer drauf. Das sind also amerikanische Bourbonfässer und italienische Amarone-Fässer verwendet worden. Und das ist ein ganz tolles Produkt, sehr, sehr beliebt jetzt. Und noch den St. Killian Cream. Das ist ein Likör, also kein reiner Whisky, sondern was Süßes. Und das ist unsere Interpretation von Baileys, allerdings mit in etwa doppelt so vielen Umdrehungen wie normaler Baileys. Ja, weil time is money und man will ja auch schnell zum Vergnügen kommen. Ja, ja, dann wollen wir es mal probieren. Wollen wir es mal probieren. Sind wir ganz gespannt. Ladies first, ja. Vielleicht, das Wochenende ist ja auch schon sehr nah. Ein bisschen was müssen wir noch tun, aber ja. Darf ich Ihnen den Dankeschön, ja. Danke. Ich würde vielleicht auch mal zeigen, wie man so einen Whisky genießt,
dass man also nicht zu schnell trinkt. Ich würde jetzt mir den One selbst einschenken, einen ordentlichen Schluck, denn ich habe heute noch gar nichts gekriegt. Und natürlich was Torfiges für den Herrn Lampe hier, der Weltmeister-Whisky. Der kann es also mit den Schotten und mit den Japanern aufnehmen. Hat auch nur schlappe 48% das geht ja und knapp mehr. 60 ppm, weil Sie werden mich ja sicherlich fragen, wie der Torfgehalt ist. Also man nimmt das Whiskyglas und hält es so erstmal ein bisschen ins Licht und dann sieht man die Farbe. Auch das, können ist beim Sie natürlich jetzt nicht sehen, ja, okay. aber da sieht man also die Farbe und auch am Glas die sogenannten Lags, also das ist dieses Ölige und der hat also extrem viel Phenol- und Ölgehalt und das ist ein gutes Qualitätszeichen. Dann würde man mal riechen, so mit dem einen Nasenteil, dann mit dem anderen Nasenteil, dann hat man die Nose des Whiskys. Wenn man jetzt einen Schluck in den Mund nimmt, dann sollte man es nicht gleich runterschlucken, sondern so ein bisschen im Mundraum hin und her gehen lassen, nach vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, sodass also die Aromen aufgenommen werden und so nach 10, 20 Sekunden erst runterschlucken. Und dann entwickelt sich, dann hat man also den Taste und dann im Abgang quasi, im Rundown, merkt man auch, wie der Whisky einem gut tut. Ja? Also er sollte nicht zu scharf sein und vielleicht nicht zu hart, er sollte angenehm sein, wärmend und er sollte nicht auch komplett durchrutschen, ja? Dann ist es kein gutes Zeichen, sondern er sollte so hier irgendwo auf dem Solar Plexus verweilen. Ja? Und für jede dieser vier Sachen, also hier der Look und die Legs, die Nose, dann das Tasten und dann der Abgang, gibt es 25 Punkte maximal und das in Summe ergeben 100 Punkte. Ja? Und so kann also ein Whisky dann bei einer Blindverkostung bis zu 100 Punkten erreichen. Ja? Und wir kriegen also regelmäßig für unsere relativ jungen Whiskys 95 bis 97 Punkte, San Francisco, London, Shanghai, Hongkong, vielleicht demnächst Rio, Tokio, wenn es wieder erlaubt ist. Ja? Also, dann sage ich Hut ab. Ja. Cheers. Und, ja. Zum Wohl. Also, jawohl. Jetzt geht er langsam runter und dann entwickeln sich quasi der Geschmack im Gaumen. Mhm. Bei Ihnen kommt so das Süße noch mit dazu. Ja. Ja. Und, aber der hat auch schon fast 30%, also das ist schon ordentlich. Ne? Das merkt man für nicht. Für Likor. Ja, das denkt man nicht. Mhm. Und das schmeckt sehr angenehm, das brennt überhaupt nicht, ganz mild. Ja, also, Genau, ja. Das ist auch mit mildem Whisky quasi. Ne? Mhm. Es gibt auch Liköre, wo torfiger Whisky drin ist. Das haben wir auch. Gibt es nicht so häufig, ist auch sehr beliebt. Ja. Wobei so ein Likör ist immer auch nach dem Whisky-Tasting was Schönes. Ja, habe ich also festgestellt. Man probiert ja in der Regel ein halbes Dutzend Whiskys durch. Ja, und man fängt so mit den milden an. Ja. Und dann kommen die torfigen. Und nach den torfigen ist es ja dann zu Ende. Und das ist dann immer so ein trauriger Moment. Und dann gibt es dann immer noch was Süßes danach. Ah, und, als Nachtisch. Das, als Nachtisch, wie ein Dessert. Ja. Und also Sie haben jetzt mit Nachtisch angefangen. Ja, das Beste zuerst. So, dann noch mal. Ja. Ja. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl. Herr Lampe, das Fläschchen, was wir rumgeschickt haben oder was Sie rumgeschickt haben, ist unsere Signature Edition 6, also unsere neueste Edition, Premium-Edition. Wir sagen dazu Franken meets Schottland, also unsere Distillerie ist in Unterfranken, eine Autostunde südlich von Frankfurt am Main. Und
in dieser Signature Edition 6, die Sie ausgewählt haben, die ist wirklich ganz toll, weil da ist als Malzart die fränkische Barke drin. Das ist also ein ganz besonderes Gerstenmalz. Mhm. Und der Whisky reifte in edlen Spätburgunderfässern des Weinguts Rudolf Fürst. Kennt vielleicht der eine oder andere Spätburgunder-Rotweine. Vielfach prämiert aus Bürgstadt bei Miltenberg. Und somit haben wir also versucht, so viel Franken wie möglich in den Whisky zu stecken. Aber natürlich, das Herstellungsverfahren bei uns ist schottisch, zweifach destilliert in schottischen Pot Stills. Ja. Also Schottland meets Franken. Und wem das schmeckt und wer mehr davon haben möchte, der weiß ja dann, wo wir sind, und es ist auch überall erhältlich. Ja. Ich denke, wir haben ja Ihre Flyer dabei gelegt. Die Internetadresse ist da. Und also ich muss sagen, der sehr prämierte, der ist also sehr gut. Schmeckt Ihnen? Ja, wenn der Torf weg ist, dann kommt die Geschmacksexplosion. Mhm. So vanilleartig, wirklich sehr gut. Sollten Sie auch mal probieren. Nach der Arbeit. Nach der Arbeit. Ich werde den jetzt mal auch noch mal gleich probieren. Ich bin nämlich auch ein Torf-Fan. Herr Tümmler, wann ist Whisky eine Geldanlage? Und was muss man beachten, wenn man in Whisky investieren möchte? Also man kann sich ja Whiskyflaschen kaufen. Ja, das machen auch die meisten Leute. Im Gegensatz zu uns sollte man die Flaschen geschlossen lassen, nicht aufmachen und schon probieren. Schon mal das Erste, genau. Dann bleibt der Wert auch erhalten und sie werden quasi dann zu Sammlerflaschen. Und man hat also so einen Index in Schottland gemacht für die Investmentmanager, der also über die letzten 40 Jahre eine jährliche Wertsteigerung, Rendite im Durchschnitt von gut 10% abgeworfen hat. Mhm. Ja, und das ist so ein Basket so aus 20, 30 bekannten, vernünftigen schottischen Distillerien. Also das kann man machen, Flaschen kaufen, sammeln. Und dann gibt es auch Distillerien, da gehören wir auch dazu, die auch Fässer verkaufen. Also bei uns kann man sich sein eigenes Fass erwerben. Und wir haben mittlerweile auch schon fast 1000 Fassbesitzer. Also die können dann ihr Fass auch regelmäßig bei uns besuchen im Wehrhaus. Es bleibt bei Ihnen aufgrund der professionellen Lagerung. Genau, ja. Das Fass ist auch versichert und hat also optimale Lagerbedingungen. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der sagt, ich habe einen tollen Weinkeller zu Hause und ich möchte das Fass ganz in meiner Nähe haben. Da machen wir dann so einen Stand und einen Zapfhahn rein und dann kann man das dann auch bei Weinverkostungen zu Hause nutzen. Das Problem ist immer nur, dass diese Kunden dann nach 3-4 Monaten schon anrufen und ein Problem haben und sagen, dass da ist was schiefgegangen, der Whisky ist verdunstet. Das liegt aber dann nur daran, dass die ganzen Freunde und die Familie und die Geschäftspartner dann immer das Fass besuchen und natürlich abzapfen. Und von daher empfehlen wir schon, das Fass Spaß beiseite bei uns zu lassen. Ja. Also so ganz ohne Risiko ist es dann doch nicht. Was macht Whisky aber dann so wertvoll? Auch bei Ihnen gibt es ja eine Preisspanne. Sicher die Verfügbarkeit, wie viel Sie herstellen. Aber wann ist Whisky wertvoll und wann eben nicht? Es ist Angebot und Nachfrage. Ja. Mhm. Wie viel produziert die Distille und wie viele Fans hat die Distille? Wie viel wird nachgefragt? Ja. Wenn eine hohe Nachfrage auf ein überschaubares oder niedriges Angebot trifft, dann ist die Wertsteigerung vorprogrammiert. Wichtig ist natürlich auch, dass der Whisky eine sehr, sehr gute Qualität hat. Ja, also wir reden dann über Louis Vuitton oder Gucci und solche Marken und nicht über Tom Taylor oder so. Das gibt es natürlich auch. Und die Qualität muss natürlich auch von externen Experten bestätigt werden. Das heißt, bei Whisky Awards, so wie ihr First Five, im Endeffekt auf Whisky gemünzt, da muss man halt gucken, dass man da, dort auch sich sehr gut positioniert und dass man von den unabhängigen Whisky-Experten weltweit bei der Blindverkostung eben die höchste Punktzahl kriegt. Ja. Mhm. Und das haben wir also super gestartet. Wir haben jetzt 25, fast 30 Goldmedaillen oder Doppelgoldmedaillen innerhalb von 2 Jahren gewonnen, international. Und wir kriegen jetzt schon Probleme, weil Leute aus China und Australien anrufen und also von ganz weit weg und natürlich halt unseren Whisky oder auch Fässer haben möchten. Ja. Aber das ist mit der Distribution noch nicht so weit. Also im Moment ist es schon eher ein noch exklusives Produkt für den deutschen Markt oder Dach, also auch Österreich und Schweiz. Ja.
Aber Expansionspotenzial ist da. Und definitiv, ja. Stehen wir vielleicht in 2 oder 3 Jahren gemeinsam an der Börse in Frankfurt, weil Sie dann Börsengang machen oder so. Das kann alles passieren. Das könnte natürlich passieren. Ja. Ja, also Börsengang, IPO, SPEC oder auch Whisky-Coins sind nicht ausgeschlossen. Ja. Also wenn Sie mal whiskycoin.de eingeben, und gibt dann sehen Sie, wo Sie landen, dann kriegen Sie schon so eine Idee. Ja. Okay, dann prima. Herr Thümler, das hat viel Spaß gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass ein Likör auf Whisky-Basis derart hervorragend schmeckt. Sehr schön. Haben Sie vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Das freut mich. Danke Ihnen auch. Ja.